So, herzlich willkommen auf dem Kanal. Mein Name ist Dani Rohner, ich bin Pfarrer in der Freie Evangelischen Gemeinde in Visp. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Es ist schon interessant, wie eine Krise wie Corona plötzlich Prioritäten verschiebt, oder? Sachen, die bis jetzt total wichtig waren, werden plötzlich unwichtig und umgekehrt fangen wir an, Sachen zu schätzen, die wir vielleicht bis jetzt einfach als selbstverständlich angeschaut haben. Ich denke, das ist etwas, was wir bis jetzt sicher alle gelernt haben von Corona. Aber ist euch auch aufgefallen, wie Corona plötzlich Unterschiede, die uns normalerweise so wichtig sind, untereinander, wie die Krise das plötzlich ausmerzt? Zum Beispiel ist plötzlich überhaupt nicht mehr wichtig, ob jemand berühmt ist oder nicht. Ein Oscar-Gewinner wie der Tom Hanks wird genauso krank wie das Vreneli vom Guckisberg. Spielt auch keine Rolle, ob jemand Macht und Einfluss hat oder nicht. Weil Corona macht auch von Regierungschefs wie Angela Merkel oder dem britischen Premier Boris Johnson nicht halt. Und es spielt da überhaupt keine Rolle mehr, ob jemand Geld hat oder nicht, weil dem Virus sind unsere Bankkonten völlig egal und sogar ein Prinz Charles hat es verwünscht. Krisen sind oftmals grosse Gleichmacher, weil wir plötzlich alle ins gleiche Boot gestellt sind. Und da, was uns oft so stark voneinander unterscheidet, das ist plötzlich total nebensächlich. Der Jakobus, der seinen Brief an Christen schreibt, der in einer sehr herausfordernden Situation drin sind, spricht genau diesen Punkt an. Er sagt, der niedrige Bruder rühme sich seiner Hoheit, der reiche Bruder aber seiner Niedrigkeit, denn wie des Grases Blume wird er vergehen. In der Kirche sollte man meinen, dass so Sachen wie Reichtum oder Armut oder besser oder schlechter gestellt sind, eigentlich keinen Unterschied machen, nicht wahr? Man würde erwarten, dass Geld und Einfluss nicht das Kriterium sind, wo Christen sich gegenseitig danach bewerten. Aber anscheinend ist da gerade in dieser Situation, wo der Jakobus drin schreibt, halt doch der Fall gewesen, dass die Reichen bevorzugt worden sind und die Armen eher eine untergeordnete Rolle gespielt haben. Der Jakobus spricht das an im Kapitel 2 von seinem Brief, sehr eindringlich, und ermahnt Christen, wie falsch das Verhalten ist. Aber Christen sind halt auch nur Menschen. Und der Jakobus sagt, die Krise, in der jetzt gerade drin sind, wo ihr von außen bedrängt und verfolgt werdet, die ist auch eine Chance, nämlich, dass ihr euer eigenes Verhalten hinterfragt und dass ihr endlich aufhört, euch gegenseitig zu bewerten aufgrund von diesen Sachen. Und ich das gelesen habe, habe ich für mich gedacht, vielleicht ist da gerade auch die Chance, die wir kollektiv als Gesellschaft im Moment erleben. Dass wir aufhören, uns gegenseitig zu bewerten aufgrund von Sachen, die wir meinen, sie seien so wichtig. Geld, sozialer Status, Macht, auch die kirchliche Zugehörigkeit, all das spielt im Moment einfach keine Rolle mehr, wenn man gemeinsam im Rettungsbötli hockt und hilflos irgendwo auf dem Meer herumtreibt. Der Jakobus sagt das ein paar Verse später. Er sagt, wenn die Sonne aufgeht und vom Himmel glüht, dann lässt sie das Gras verdorren, dann fallen auch die schönsten Blumen ab, sagt er, so werden auch die Reichen in ihren Wegen dahinschwinden. Mit anderen Worten, die Sonne macht keinen Unterschied zwischen Gras und Blumen. Wenn es heiß ist, dann gibt es nur noch Wiese. Und alle leiden ganz genau gleich unter der Hitze. Wir leben in einer Gesellschaft, wo man einander eigentlich dauernd bewertet. Und wenn es etwas gibt, wo Corona uns lehrt, dann sicher da, wie falsch das da ist. Und plötzlich kommen die Menschen Wert über, wo wir vor der Krise vielleicht eher wenig Wert gegeben haben. Die Alten zum Beispiel, wo man sonst vielleicht eher belächelt oder zum Teil vielleicht sogar von den Jungen richtiggehend verachtet werden. Oder Menschen, die sonst als schwach abgekanzelt werden, weil sie an irgendwelchen Vorerkrankungen leiden, die werden jetzt besonders geschützt. Und vielleicht müssen wir gerade da als Gesellschaft lernen, dass all die Unterschiede, die man einander sonst so gerne danach einstuft und bewertet, plötzlich nicht mehr funktionieren, weil wir alle im gleichen Boot sitzen und Corona uns alle gleich macht. Krisen sind Augenöffner. Sie lassen uns Sachen sehen, die wir vorher nicht gesehen haben. Wenn vor der Krise hast du das letzte Mal gehört, dass die Herausforderungen von Taxifahrern oder von Kleingewerblern in den Medien derart gross thematisiert worden wären? Und ich behaupte, dass wir unseren Eltern wahrscheinlich selten so oft angeläutet haben, wie gerade jetzt in der Corona-Krise. Ich hoffe ganz fest, dass da etwas ist, was wir aus dieser Zeit mitnehmen in die Zeit nach Corona. Und die Zeit nach Corona, die wird kommen. Wir wissen noch nicht, wann, aber der Moment
wird kommen, wo die Krise überstanden sein wird. Der Jakobus sagt, glückselig der Mann, der die Versuchung erduldet und wo in der Not Bewährung erfährt. Nicht Bewahrung, obwohl es natürlich da ist, was ich mir auch wünsche, für mich und für dich und überhaupt für uns alle. Aber Bewährung, Bewährung ist da, wo Gott sich wünscht für uns in dieser Zeit der Anfechtung. Dass man in der Krise lernt für die Zeit nach der Krise. Und hoffentlich ist da etwas, wo wir in die Zeit danach mitnehmen. Weniger schnell zu urteilen über andere. Uns bewusst sein, eigentlich sitzen wir alle im gleichen Boot. Und nicht vorschnelle Einteilungen zu machen in wertvoll oder weniger wertvoll, wenn es um den anderen geht. Ich wünsche dir, dass du das mitnehmen kannst aus dieser momentanen Situation. Gib die Hoffnung nicht auf. Es wird eine Zeit nach Corona geben und es ist wichtig, dass wir jetzt lernen für die Zeit danach. Wenn dir das Video gefallen hat, abonniere den Kanal, lass uns ein Like da. Vielleicht kennst du auch jemanden, der diese Message jetzt gerade dringend braucht. Dann leite das Video weiter. Mir bleibt dir zu sagen, hab Sorge, bleib gesund und hoffentlich bis zum nächsten Mal.